Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer kleinen Webinarreihe Geld verdienen mit dem Profitool Trade Scanner. Ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung zusammen mit Carsten Berger und Markus Honau Veranstaltung dürfen und machen können und dass Sie auch heute live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Wird sehr spannend. Ich habe das Glück gehabt, schon mal einen kleinen Einblick zu haben und finde es wirklich ein super gelungenes Tool. Aber dazu werden Sie dann entsprechend in den drei Teilen hier sehen und kennenlernen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor ich dann tatsächlich hier den Monitor, die Bildschirmübertragung abgebe, müssen wir wie immer kurz den Risikohinweis besprechen. Denn auch diese Webinarreihe dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Wunderbar, dann auch nochmal offiziell schönen guten Abend an euch beiden und wer möchte denn gerne beginnen? Ja, also das Los ist auf mich gefallen. Also Ah, ich okay. werde durch Sehr gut. das Webinar führen Dann und kriegst du auch den den Bildschirm. Markus werde ich dann mit meinen Fragen triezen. So soll es sein. Ja, dann viel Erfolg und viel Spaß. Danke. Jetzt müssen wir mal gucken, welcher Bildschirm das eigentlich ist. Ich habe jetzt nämlich Die keine. Webseite sehen wir gerade. Die Webseite seht ihr. Okay, da muss ich den Ist Bildschirm eure wechseln, aber ich kann Landingpage. den hier nicht einstellen. In dem Teil, was ich hier gerade habe. Teilnehmeransicht kann ich nicht verändern. Komisch. Doch da, Bildschirm, jetzt kommt er. So, jetzt haben wir es. Okay, dann auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Abend zu diesem Webinar, was ich gemeinsam mit FX Flat und natürlich auch mit meinem Partner Markus Runau führe. Markus, kannst du mich hören? Ich höre dich laut und klar. Das ist ja wunderbar. Es ist ja so, als wenn du neben mir sitzen würdest. Ein richtig klarer Empfang, das ist umso besser. Worum geht's? Heute werden wir unser Tool, was wir, sage ich mal, im Alltag auch benutzen. Und ich glaube, Markus, der Grundgedanke, warum wir den Trade Scanner im Endeffekt entwickelt haben, war, glaube ich, ein ganz einfacher. Wir wollten den im Endeffekt selbst verwenden. Und ich glaube, das ist ja mit die größte Motivation, die man haben kann, etwas zu entwickeln, weil man das dann auch selbst benutzt. Okay, dann kommen wir mal kurz in den Risikonachweis. Den größten Risikohinweis hat ja der Nelson schon gemacht. Danke dafür. Ich muss noch darauf hinweisen, dass es eventuell einen Interessenskonflikt geben könnte, denn wir suchen ja heute auch im Trade Scanner nach dem einen oder anderen Wert, der vielleicht handelbar ist. Und von daher musst du darauf achten, dass wir die Position vielleicht selbst kaufen oder schon selbst gekauft haben. Also da könnte ein Interessenskonflikt bestehen. Markus, dann sag doch mal etwas über deine Person. Ja, genau. Also, ja, ich habe eigentlich mal Chemikant gelernt, dann Chemietechniker in München gemacht und da ja sehr viel gelernt, natürlich auch schon damals über Supervised Machine Learning. Das heißt, wir haben den naturwissenschaftlichen Taschenrechner von oben bis unten gelernt. Aber dann festgestellt, wenn man kaufmännisch das nicht so richtig drauf hat, ist es auch schwierig. Und deshalb eben noch technischen Betriebswirt. Und dann den Master of Business Administration in Liverpool gemacht. Mein Hauptthema ist eben, Prozesse zu optimieren und komplexe Sachen zu vereinfachen. Und da habe ich sehr viele Methodik mir angeeignet über die vielen Jahre. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Ich bin ja so der Optionsmensch. Ich liebe irgendwo so Cash Secured Puts, Strangles und ja, Aktien Long. Danke, Markus. Dann kommen wir mal zu mir. Das ist ein bisschen kürzer. Ich bin 54, Carsten Berger, mein Name. Bin eigentlich seit dem 17. Lebensjahr mit dem Thema Börse verhaftet. Ging einfach darum, dass ich früh schon meine Erspartes irgendwie anlegen wollte. Habe damals im Endeffekt bei 8,5% mal einen Bundesschatzbrief gekauft. Die Zinsen werden vielleicht irgendwann hier auch wieder zutreffen. Dann ging es irgendwann in die Aktienwelt hinein und das alles habe ich nebenberuflich gemacht, denn ich war über 30 Jahre lang bei der Berliner Polizei im Dienst und zum Schluss Einsatzleiter bei einer Spezialeinheit.
was Jugendbanden und Bandenkriminalität in Berlin anbelangte. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass die Zeit, die ich da neben dem Beruf hatte, recht knapp war. Also ich musste mir einen Weg finden, wie ich das trotzdem machen kann. Und das habe ich im Endeffekt bis zum heutigen Tage durchgezogen. Und von daher ist es eine Sache, die für mich sehr, sehr gut funktioniert. Und heute coache ich als Trader, halte Vorträge, Seminare, Fachbeiträge und so weiter. Aber kommen wir mal zum Eigentlichen. Wenn man so einen Trade-Scanner entwirft, das habe ich ja so kurz angedeutet, dann entsteht ja so eine Idee immer aus dem Problem. Ja, bei mir war das Problem so eine Zeit, sage ich mal, Sache. Und ich möchte halt flexibel sein, wo ich mein Aktienscreening oder so durchführe. Und diesem Problem war dann diese Lösung letztendlich, die gefunden wurde, der Trade-Scanner. Und was wir dann auch zeigen, logischerweise ist die Praxis, denn so machen wir es mit dem Trade-Scanner. Ich zeige also jetzt so ein bisschen die Entwicklung und die Probleme, die im Endeffekt entstehen können und die ihr vielleicht selbst auch erkannt habt, sage ich mal, und auch bemerkt habt, logischerweise, in eurer eigenen Erfahrung, denn ihr werdet ja bestimmt die eine oder andere Aktie oder vielleicht sogar die eine oder andere Option gehandelt haben. Von daher, schaut das erstmal an. Wenn ihr Fragen habt, ich habe mir das Fragenpanel hier aufgerufen, schreibt es einfach bei Fragen rein. Ich gucke dann immer mit dem rechten Auge drauf und dann werde ich die Fragen, wenn sie gut passen, mit einbinden. Da geht nichts verloren. Okay, was gibt es denn so für Probleme, die im Endeffekt bei jedem, der so ein bisschen Geld irgendwie vermehren möchte mit Trading oder mit Optionen, was liegt da eigentlich nahe? Das meiste, was ich immer höre bei denen ist, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Ja. Und viele kommen von einem Seminar vielleicht oder haben ein Video geschaut oder irgendwas, ein Buch gelesen und versuchen es dann selbst für sich in den Tag umzusetzen im Alltag und merken dann, oh, da komme ich ja doch ganz schön viele Stunden vor den Rechner und ich habe vielleicht Familie, Beruf, Hobby, andere Leidenschaften und ich finde, das sollte nicht das ganze Leben füllen, wenn man das jetzt nicht auch beruflich macht, so wie Markus und ich zum Beispiel. Was ist die Lösung? Ja, Markus, wie sieht es bei dir aus? Tagesschart, Wochenchart oder bist du eher im Intraday-Handel verwandelt, so verbandelt? Ich mache eigentlich nur Tagesschart. Das ist mein Hauptchart. Okay, das liegt wahrscheinlich auch, hängt wahrscheinlich auch mit dem Faktor Zeit zusammen. Ja, und ich hatte festgestellt, dass meine Signale und so, das, was ist am Tagesschart einfach am besten funktioniert. Und dann kann man sich verkrümmen, aber das, was funktioniert, macht man halt. Okay, das liegt nahe. Also je kürzer die Zeitebene, das wisst ihr selbst, desto weniger trifft die Relevanz von Signalen im Endeffekt zu. Das ist auch eine Erfahrung, die ihr mit der Zeit wahrscheinlich auch selbst gemacht habt. Was ich auch viel gehört habe in den Coachings und Markus sicherlich auch, dass viele Trader gar keine Struktur haben. Und es gibt ja zwei Elemente der Struktur. Das eine ist zum Beispiel, dass ich erstmal eine Strategie habe, ja, ist klar. Aber das andere ist, wie ist mein täglicher oder mein wöchentlicher Ablauf, je nachdem, wie das in dieser Zeiteinheit getätigt wird, was ich immer gleich tue, so eine Art Workflow. Das muss ich im Endeffekt immer wieder durchführen können. Und wenn Störfaktoren kommen, darf mich dann so ein Ausfall, wenn ich mal nicht wegen Krankheit, Familie oder sonstiges, nicht einem Aktienscreening oder einer Positionsverwaltung in der Effektivität nachkommen kann, muss ich das ja irgendwie abdecken. Und deshalb ist die Frage von Struktur, wie ich da meinen Lösungsweg finde, ganz wichtig. Und auch das muss vereinfacht werden, und die Zeitersparnis letztendlich auch abdecken. Und bei Markus und ich gehen da so einem Top-Down-Ansatz nach, der im Endeffekt eine größere Ebene anfängt und dann immer kleiner und immer feiner wird. Ja, von daher. Ja, ich hatte damals so das Thema auch, weil ich ja ein sehr strukturierter Mensch bin, dass ich mir Checklisten angelegt hatte und so. Und ab 40 Punkte in der Checkliste wird es halt schwierig, gell? Das auch zu verfolgen. Das heißt, es muss auch einfach sein. Also Struktur muss dann auch einfach Thema gehandhabt werden. Checklisten finde ich ganz wichtig. Thema Checklisten habe ich früher auch gemacht. Also ich liebe Checklisten. Vor allen Dingen gerade am Anfang empfehle ich das halt Leuten, die mit neuen Dingen anfangen, egal ob es jetzt Trading ist oder was, sich Dinge, die halt, sage ich mal, man irgendwann automatisiert macht, ohne dass das Gehirn sich jetzt ewig anstrengt. Ja, wenn ihr morgens euch einen Tee macht, dann überlegt ihr auch nicht 2 Stunden, wie schalte ich jetzt einen Wasserkocher an, sondern das habt ihr schon 1000 Mal gemacht.
Und das macht das Gehirn von alleine. Aber wenn es was Neues ist, dann ist das Anstrengung. Man vergisst Sachen. Unter Stress wird man vielleicht dann vergesslich oder übersieht Dinge. Und von daher ist so eine Struktur und so ein Top-Down-Ansatz, sage ich mal, das A und O, um erfolgreich zu sein. Auch ein ganz wichtiges Thema: zu viele Signale. Also jeder kennt das, wenn er Werte sich aussucht nach einer Strategie und dann blinken auf einmal überall Signale auf. Welchen Wert nehme ich denn? Ja, und das da sich selbst eine Struktur zu verschaffen. Wie gehst du damit um, Markus, wenn du zu viele Signale hast zum Beispiel? Ich reduziere das im Prinzip auf die verschiedenen Branchen, die es gibt, die für mich dann interessant sind. Also so häufig habe ich das gar nicht, dass es so viele, zu viele sind. Also ich kenne auch die Zeit, wo wir alle so der Markttechnik letztendlich so tief verhaftet waren. Jeder kennt das im Endeffekt. Michael Vogt hat da sehr tolle Arbeit geleistet für den deutschsprachigen Raum, dass wir im Endeffekt unheimlich viele Charts und ansehen mussten. Und ich kenne bei mir noch diesen Effekt, wo ich dann halt da saß und habe mir Charts angeguckt und spätestens nach 10 bis 15 Charts, die jetzt irgendwie alle gleichwertig waren, habe ich irgendwann vergessen, welcher denn irgendwann wirklich jetzt der sein soll. Also je mehr man sich anschaut, je mehr Fülle an Informationen man hat, desto schwieriger wird es ja, da zu selektieren. Und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz wichtiges Mittel, diese Anzahl der Signale zu reduzieren. Und da machen wir so eine Art kumulatives Signale, nenne ich das mal, und ein Ranking, beides gleichzeitig. Das heißt, ich achte zum Beispiel im Chart darauf, bei der Perlentaucher-Strategie, dass halt gewisse Dinge, die unabhängig voneinander funktionieren, das könnt ihr auch auf der Perlentaucher-Seite, ja, auf der tradercoach.de-Seite unter Perlentaucher nachlesen, die einzelnen Punkte, dass die halt zeitgleich auftreten ungefähr und dann die Sache in so eine Art Ranking zu bringen. Also wenn ich zum Beispiel einen Chart hätte, der jetzt nicht so gut funktioniert, weil da zwei, drei Bedingungen fehlen und beim anderen Chart liegen die vor, dann weiß ich sofort, den nehme ich. Kein Vorteil im Markt. Das ist auch ein wichtiges Thema. Wo seht ihr denn den Vorteil, den ihr im Markt habt gegenüber anderen? Was könnte da der Punkt sein, der dazu führt? Bei uns ist es eine statistische Auswertung über Out- und Underperformance. Und auch hier gibt es eine Art Ranking. Welcher Wert ist denn, performt denn nun besser als der andere? Das heißt, ihr seht schon, da stehen zwei Dinge übereinander. Signale-Ranking und Outperformance-Ranking. Bedeutet nichts anderes, dass ich hier auch wieder zwei, also mehrere unabhängige Dinge miteinander kombiniere. Also Markus wird es wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass ja manche Märkte einfach besser performen und manche schlechter. Absolut. Ja, und dann gibt es ja noch so offenes Interesse, was auch wieder losgelöst ist von diesen Themen. Ja, also es ist, glaube ich, immer wichtig, dass man Dinge miteinander verbindet, die nicht miteinander korrelieren, also gleich laufen. Wenn ihr zum Beispiel ein MACD habt und habt einen anderen trendfolgenden Indikator, dann macht das zum Beispiel keinen Sinn. Es wird auch nicht sinnvoller, wenn man dort mehrere Indikatoren oder so, die in die gleiche Richtung laufen, sag ich mal, draufsetzt, um halt noch ein besseres Signal zu bekommen. Ich glaube, da hört es dann irgendwann auf, Markus, oder? Ja, und vor allem das, was man ja immer wieder feststellt, ist, dass die größte Schwierigkeit ist nicht die Anzahl der Signale oder der Indikatoren oder sowas, sondern mit den wenigen Sachen gut umzugehen, ja, das zu lernen, auf wenige Sachen zu vertrauen. Und Also das das Wesentliche, geht oder? auch. Ja, das geht ums Wesentliche, weil die 27. Ableitung eines Kurses, das bringt auch keinen Mehrwert. Das stimmt. Das ist auch ein Thema. Also ich glaube, am Anfang macht das jeder durch. Ich habe das auch durch. Der häufige Strategiewechsel. Der ist meistens damit verbunden, dass man ja eigene Erfahrungen macht im Live-Handel. Und da geht es nämlich ums Eingemachte. Wenn man den Paper-Trading-Handel im Endeffekt verlässt und in den Realhandel übergeht, dann merkt man vielleicht, dass man doch den einen oder anderen Verlust trägt, was ja völlig normal ist, wenn er korrekt nach der Strategie ausgeführt ist, einfährt und dann unsicher wird. Also ich weiß das auch bei mir, wo man dann am Anfang, ja, die ein, zwei Trades liefen gut bei einer anderen Strategie und dann merkt man auf einmal, oh, ich habe jetzt einen Drawdown, ja, fünfmal hintereinander, ist das denn normal? Also das sollte man schon mal so selbst für sich getestet haben, das ist am besten der Fall. Aber was da
unheimlich viel zugehört, ist im Endeffekt, dass ich mir eine professionelle Strategie aneigne. Oder mindestens eine Strategie, wenn jemand eine hat, die auch funktioniert, der auch treu bleibt und nicht, wenn er merkt, der Markt kippt jetzt irgendwie und fährt jetzt ein, zwei, drei Minus-Trades ein, muss er halt wissen, ob das noch im Rahmen ist oder ob es den Rahmen sprengt. Und Strategiewechsel, Markus, wie bist du damit umgegangen? Ja, ich habe ja gut 1200 verschiedene Signale und sowas mal programmiert, aber dann festgestellt, ja, was passt denn zu mir? Also liegt mir so ein Intraday-Ansatz oder eben nicht? Kann ich, ja, auf welche Zeiteinheit, was für Signale passen zu mir? Und dann mit der Zeit habe ich festgestellt, weniger ist da deutlich mehr. Das heißt, mal nur mit einfachen Aktien oder mit Cash-Secured Puts und sowas angefangen und dann kommt dann die Sicherheit eigentlich auch rein. Darum geht es ja eigentlich, dass man weiß, wann funktioniert eine Strategie und wann eben nicht. Ja, also du bist so eine Art, kann man auch sagen, Spezialist für Optionen und für Aktien. Genau, ja. Und da fühlt man sich ja, wenn man, ich glaube mal, wenn man spezialisiert ist, bei mir sind es Aktien, also das habe ich, glaube ich, fast immer gemacht, klar habe ich auch andere, sage ich mal, Instrumente gehandelt. Aber ich habe mich von Anfang an bei Aktien immer am wohlsten gefühlt, weil es einfach was zum Anfassen ist in dem Sinne und skalierbar ist. Und Spezialisierung tut schon eine ganz große Menge dazu, um erfolgreich zu sein. Ja. Ja, genau. Wenn man dann auch mit Forex und Futures und so weiter, das wird einfach wahnsinnig. Ja. Genau. Man sollte dann wieder eins können und das dann lieber richtig als auf verschiedenen Märkten so halb. Das redet sich immer so leicht. Gell? Aber wenn man dann so Nachrichten hört, ja, die Firma macht das und die macht das und da ganz toll, da reagieren ja ganz viele dann über, anstelle dass er bei ihrer Strategie einfach bleiben. Ja. Also, da muss man kann erst ausschalten und dann das machen. Gell? Ja, man kann an der Schraube drehen, aber man darf auch nicht zu viel an der Schraube drehen, wenn das die Strategie beeinflusst. Also da muss man eigentlich relativ behutsam sein. Aber ich weiß, dass man, wenn man das einfach, sag ich mal, konsistent macht, dass man dann ja eigentlich sehr erfolgreich sein kann auf jeden Fall. Zu viele Analysemethoden. Ging mir am Anfang auch so. Da hatte ich auch eine Checkliste, du hast es schon angesprochen, da waren dann 20 Dinge drauf, sage ich mal, auf die ich geachtet habe. Und das sehe ich auch häufig bei Leuten, die, wo ich auf die Charts schaue, wo sie halt unheimlich viele Informationen im Chart haben. Und es ist ja normal so auch in der Psychologie, je mehr Entscheidungen ich treffen muss, desto schwieriger wird es ja. Also wenn ich mir so einen Chart angucke und da sind 10 verschiedene Linien drin und 15 Indikatoren und soll dann vielleicht noch eine Fundamentalanalyse machen, irgendwann sagt mein Gehirn, welche Entscheidung muss ich denn jetzt fällen? Also da ist es schon hilfreich, wenn man zum Beispiel auf die Chartqualität achtet, also wirklich das nur im Chart hat, was man braucht. Das vereinfacht die Sache im Endeffekt, weil es dann aufs Wesentliche wieder ankommt. Und zum Beispiel das fundamentale Ranking mit einbezieht, wo man sagt, ja, okay, Fundamentaldaten können ja auch riesig lange Zeit in Anspruch nehmen, um das alles nachzulesen. Und hier ist ja, wenn man das in eine Art Ranking bringt, auf jeden Fall eine Vereinfachung, Markus. Du bist ja auch fundamental, sage ich mal, tiefer drin als ich. Ich habe nie viel Wert auf Fundamentaldaten gelegt, wenn es ums Traden geht. Aber du kennst dich ja recht gut damit aus und hast da ja auch, sage ich mal, so eine Art Ranking erstellt. Ja, genau. Also das Thema ist ja immer, woran kann man erkennen, dass eine Firma jetzt gut ist oder schlecht? Natürlich zeigt auch der Chart sofort, ob da jemand Interesse hat. Aber es hat durchaus Vorteile, wenn man da ein bisschen weiß, okay, steht die Firma jetzt gut da oder schlecht? Und das habe ich ja eben versucht, möglichst einfach darzustellen. Also im Hintergrund bei unserem Trade-Scanner, da haben wir irgendwie 18 Tabellen mit bis zu 50 Spalten pro Tabelle und Millionen von Dateneinträgen. Das hat keinen Spaß, das macht niemanden Spaß, glaube ich, da alles durchzugehen. Und deshalb habe ich das wirklich so weit vereinfacht, wie es nur irgendwie geht. Dass man weiß, okay, wenn es grün ist, ist gut, wenn es rot ist, ist schlecht. Das ist schon mal ein guter Ansatz und vereinfacht, glaube ich, erstmal vieles. Und dafür danke ich dir schon mal, dass du das gemacht hast. Das erspart mir viele Schmerzen, mich ins fundamentale Ranking, sage ich mal, tiefer einzuarbeiten.
Großes Thema auch, kein Risikomanagement. Money Management natürlich auch, aber wir können nicht auf alles eingehen. Jetzt gehen wir jetzt mal aufs Trading. Kein Risikomanagement bedeutet im Endeffekt, dass ich in Trade reingehe und mal so intuitiv handle, was das Risiko, also das Geld, was ich verlieren kann, im Endeffekt vereinfacht dargestellt, einsetze und das nicht nach einem System mache. Ja, es können verschiedene Risikogrößen sein, die man fährt, aber auch das muss ich ja an bestimmte Bedingungen knüpfen. Und was ich genial finde bei uns, dass ich da, klar habe ich das früher auch gemacht, auf Chance-Risiko-Verhältnis und wie viel gehe ich da ein und so weiter, aber klare Einstiege und Stops sind schon vordefiniert, da muss ich mir jetzt keine Platte drum machen, weil wenn ich jedes Mal eine neue Entscheidung treffen muss, wo ich einen Stop setze oder ein Target, dann passiert Folgendes, dass ich irgendwann mal anfange, da ein bisschen zu schummeln. Und letztendlich ist es von der Statistik völlig unerheblich, ob ihr den Stop zum Beispiel 2 Punkte tiefer unter das letzte Tief der Kerze legt oder das Target 2 Punkte höher. Mal klappt das, dass ihr da nicht abgeholt wird oder abgeholt werdet am Target. Aber statistisch gesehen ist es eigentlich Wurst, weil der Markt macht sowieso das in dem Bereich. Und wenn er euch ausstoppt, dann ist das nun mal so. Beim nächsten Mal geht es aber dann wieder gut. Also gibt da keinen Wert, wo man sagen kann, ja, geht jetzt 5 Punkte unterm DAX mal rein oder so. Gibt es nicht. Also das klappt vielleicht mal kurzfristig, aber nicht auf der Länge. Wir haben es ja im Chart bei uns drin. Und was hilft dir das Chance-Risiko-Verhältnis? Bei mir ist es ja ein bisschen anders als bei der normalen Aktie. Ja. Also bei den Optionen, da ist es ja vor allem wichtig, wie viel Abstand habe ich zu dem aktuellen Kurs. Und das habe ich ja mir so grafisch dann im Prinzip visualisiert. Wieder mal pure Eigennutz hier, dass ich da nicht lange überlegen muss, weil bei verschiedenen Strategien will ich nicht groß überlegen müssen, was ich denn mache. Und es ist halt total hilfreich, auch wenn du dann in Aktien gehst und siehst, okay, habe ich da noch Luft nach oben oder eben nicht, um dann den Einstieg besser zu machen. Und eine Sache hatten wir hier uns klar definiert, gerade bei den Charts. Also es wäre natürlich möglich, da noch tausende Indikatoren und was auch immer reinzumachen. Dann bin ich aber hier bei ganz anderen Softwaremöglichkeiten. Aber bringt es euch wirklich einen Vorteil oder bringt es mir einen Vorteil? Also die Charts sind so eingestellt, dass es im Prinzip die Profis nutzen und wir nutzen die genau so und ändern da nicht noch was rum und kommen damit zu super Ergebnissen. Und da brauche ich dann nicht noch einen extra weiteren Indikator. Und das haben wir versucht, alles so weit zu vereinfachen, dass es eben transparent klar da ist. Ja. Ja, was auch Feststellung ist letztendlich, ich kenne das, dass viele mal sagen, Mensch, jetzt habe ich die und die Aktie gehabt, aber ich war irgendwie nicht dabei. Beispiel mal jetzt hier First Solar, zum Beispiel im amerikanischen Markt, aus der Energy-Branche. Der kommt natürlich aus dem erneuerbaren Energiesektor oder Industrie. Und wenn man sich auf die Märkte konzentriert, auf die Aktien konzentriert, die besser performen als als eine Benchmark-Vergleichsmarkt, dann macht das auf jeden Fall Sinn, weil die Werte schon an sich gut laufen. Und viel wichtiger ist dabei, dass ich ja schon eine Selektion vornehme, indem ich sage, na, die Werte muss ich mir überhaupt nicht angucken, weil die kommen überhaupt nicht in so eine Outperformer-Geschichte mit hinein, also in den Outperformer-Markt hinein, weil sie einfach underperformen. Da werden wir gleich nochmal gleich eine Statistik sehen, ganz trocken, aber nur ganz kurz. Das werden wir gleich nochmal sehen. Die Lösung dazu ist auf jeden Fall auch eine Branchenanalyse, weil ich natürlich sagen kann, hey, welche Branche läuft denn gut? Also Utilities war bei den eine richtige Zeit lang richtig gut und ist dann voll abgestürzt. Ja, dann muss ich halt sehen, okay, die trendfolgende Strategie, die funktioniert halt dann und passt nicht mehr zur Branche. Und dann muss ich halt da rausgehen aus dem Markt letztendlich und mir eine Branche suchen, die halt gut performt. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Und Markus hat es ja auch schon angesprochen. Branchenanalyse spielt bei ihm auch eine ganz wichtige Rolle, um so eine Selektion vorzunehmen. Inwieweit spielt es bei den Optionen eine Rolle, Branchen zu beachten? Ja, total. Also genauso wie bei den Aktien. Also es läuft ja im Prinzip ähnlich. Und sobald ich weiß, ja, diese Branche performt gut, dann
macht es auch Sinn, da verschiedene Titel dann ins Depot mit reinzunehmen. Also ich hatte es früher total unterschätzt. Also ich bin da auch ganz stur drauf gegangen und gesagt, ja, okay, da habe ich hier mein Einstiegssignal und dann ist gut. Aber die Trefferquote wird einfach nochmal so viel besser, wenn man die Branche mit als Unterstützung hat. Das finde ich, ja, das ist, glaube ich, auch eins der wichtigen Mittel. Es vereinfacht einfach die Dinge auch. So, sind wir schon raus aus dem Punkt? Ja. Okay. Nur mal ganz kurz reingeschaut. Die einen oder anderen kennen es ja schon aus meinem Kursgewinne durch Branchenanalyse, was ich auch mit der Fix Flat zusammenhalte, einmal monatlich den Überblick. Also wir schauen uns immer die Gesamtmarktsituation im Markt an, dazu die einzelnen Indizes. Bei mir sind es überwiegend, sage ich mal, deutsche Indizes und amerikanische Indizes. Das wird bei, weiß ich auch, bei Markus in dem Fall mehr der amerikanische Markt sein. Aber er guckt auch schon mal über die deutschen Aktien drüber. Stimmt doch, oder? Ja, eher weniger, aber ich, ja, mehr die Amis. Ja, ich stifte dich öfter mal dazu an. Nee, das stimmt. Und von daher, auch hier treffen wir quasi eine Auswahl nach den Kriterien, die wir vorher hatten. Im Endeffekt charttechnische Qualität und natürlich auch Outperformance. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und dann ist Timing immer, spielt immer eine ganz zentrale Rolle. Wann gehe ich rein? Macht es Sinn, immer ein neues Hoch zu kaufen? Wie ist es mit dem Risiko dann, wenn eine Korrektur kommt? Kurz gemacht, wir steigen eigentlich immer, wenn der Markt korrigiert halt ein. Ja. Das hat auch einen Hintergrund bei den Optionen, dass man in einer Korrektur einsteigt, ne? Ja, absolut, weil die implizite Volatilität ist dann noch deutlich höher, bevor der Markt gedreht hat oder wenn er kurz am Drehen ist. Und dann schießen, also wenn man jetzt im Cash Secured Put das sich überlegt, wenn ich die Option verkaufe in dem Moment und dann der Kurs schießt nach oben oder bewegt sich nur ein bisschen, brauche ich anstelle von 20 bis 60 Tagen, was ich brauche. Normalerweise veranschlage, bin ich in 5 bis 10 Tagen draußen, was ja natürlich sehr, sehr gut ist. Weil der Preis ja durch die fallenden Kurse, die Volatilität steigt an, steigt auch der Preis an. Und wenn der Markt wieder etwas steigt, fällt die Volatilität und dadurch sinkt der Preis deiner Option. Du kannst früher deine Option wieder verkaufen, Schließen, richtig? genau. Schließen, Ja, genau. richtig. Ja, das haben wir eben angesprochen. Klar, wenn wir wissen, welcher Markt ist es, machen wir im Endeffekt das Gleiche mit den Branchen. Welche nehmen wir denn? Welche kommen denn mit hinein? Auch hier ist immer wichtig Timing. Ja. Also man kann wissen, dass eine Aktie aus, eine Branche outperformt, aber wenn die schon 10 Tage stark gelaufen ist, dann macht es vielleicht auch nicht mehr Sinn, jetzt noch eine Aktie zu kaufen, die gerade in der Korrektur ist, weil wenn die gesamte Branche anfängt zu korrigieren, dann wird diese eine Aktie dann auch mit korrigieren. Das heißt, man muss schon gucken, was ist mit dem Timing? Welche Branche ist in der Korrektur und welche bietet das bessere Potenzial? Wenn ich das alles gemacht habe, dann komme ich natürlich auf die eine Aktie oder mehrere. Dann schaue ich natürlich nach der Outperformance und dann das Gleiche wieder, was ich bei den Indizes beachte, beachte ich auch bei der Aktie aufs Timing und welche ich dann letztendlich nehme. Ganz kurz zu dem, was ist eigentlich Out- und Under-Performance, von denen ich hier rede? Der eine oder andere kennt es ja nicht. Ihr seht hier die beispielhaft mal die Orange, Quatsch, Orange, Grün ist sie. Farbenblind, nein, sie ist wirklich grün. Die grüne Linie und die schwarze. Nehmen wir mal an, die grüne ist die Daimler-Aktie und die schwarze Aktie, die schwarze Linie dagegen gelegt ist der DAX. So. Und immer wenn die grüne Linie über der schwarzen ist, dann performt diese Aktie besser, man sieht es ja auch an den Prozentzahlen, die links in der Leiste sind, dass sie einfach besser performt. Und das macht sie halt auch nur bis zum gewissen Punkt. Das heißt, man spricht hier von Outperformance, wenn der Wert eine höhere Performance oder Rendite erzielt als der Vergleichswert der DAX. Aber das macht er ja nicht immer, denn ihr seht ja, der macht das nämlich hier gar nicht in der Mitte von der, fängt er irgendwann an, dass der DAX besser ist. Warum soll ich denn die Daimler-Aktie weiter traden? Wenn sie schlechter läuft, dann könnte ich ja gleich den DAX kaufen, dann muss ich gar keine Auswahl treffen. Das ändert sich natürlich hier wieder am Ende, wo die Daimler-Aktie beispielsweise, sie ist es nicht, ist nur ein Beispiel, dann extrem ansteigt. Ja. Und deshalb gibt es die Phasen. Ja, das Rote ist in dem Fall die Underperformance, wo der rote Pfeil ist. Dann brauche ich im Endeffekt diese Aktie nicht handeln. Die würde ich eher dann short handeln.
Und die Long-Situation würde ich eher bei dem Situationen spielen, wo ein Outperformer da liegt. Also damit man das einfach mal versteht. Das Ganze habe ich dann auch mal statistisch mir angeschaut. Und zwar seht ihr links meine Auswertung. Ich habe getestet, wie lange denn, wenn jetzt zum Beispiel die Daimler-Aktie besser ist als der DAX, wie lange so eine Phasen anhalten. Und wie viele Tage das letztendlich der Fall ist. Und ihr seht hier auf der linken Seite, seht ihr im Endeffekt die Aktienanzahl, die ich analysiert habe, und darunter die Tage, das ist die Dauer in der Waagerechten. Bedeutet, am Anfang stehen da 5 Tage letztendlich, das war bei 35, also bei 10% der Aktien der Fall, die ich analysiert habe, weil es waren 330. Und bei den anderen zum Beispiel waren es 50 Aktien, die 70 Tage lang in einer Outperformance waren. Und das war wahllos getestet, nicht alle in einer derselben Zeit, andere Aktien, andere Branchen, andere Zeitrahmen. Ja, man hätte es noch ewig ausdehnen können. Man sieht aber schon eine Massierung, dass zwischen 25 und 75, also 100 Tage kann man schon was sagen, so eine Outperformance anhält. Das Ganze habe ich mit Markus zusammen in einen Indikator gepresst, der da drunter ist. Und ihr seht ja die Pfeilchen da drunter. Immer wenn der blau wird, dann wird der Wert ein Outperformer. Wenn er grau ist, dann ist er ein Underperformer, dann brauche ich ihn nicht long handeln. Das Gleiche geht natürlich auch andersherum. Wenn er grau wird, dann wird er ein Underperformer und dann würde ich erstmal aus dem Markt rausgehen, spätestens, oder gar keinen Long Trade, wenn jetzt jemand nur Long handeln möchte. Markus ist ja eher der Long-Händler, in dem Fall für Aktien, der würde sagen, na dann lege ich mich an den Strand in der Zeit, weil da passiert ja nichts. Oder? Genau. Oder geh segeln. Oder gehst segeln, das kann natürlich auch gehen, das machst du dann. Ich bin dann, glaube ich, eher der da am Strand ist. Also ihr seht, da gibt es schon einen gewissen Vorteil. Und was ihr euch natürlich auch auffällt, nicht immer entsteht daraus ein super toller Trend, aber wir versuchen in den Korrekturen dann hineinzugehen. Und mit dem Vorauswahlkriterium der Outperformance bin ich dann halt schon mal wieder ein Kriterium weiter, was mich halt unterscheidet von denen, sage ich mal, die dieses Kriterium nicht haben oder uns unterscheidet, dass wir halt wirklich generell nur auf Outperformer setzen. Und damit schon mal ein Kriterium geschaffen ist, dass wir in einer länger anhaltenden Phase, das weiß ich natürlich vorher auch nicht, wenn sie kürzer ist, dann kommt gar keine Korrektur zustande, weil wenn ich 5 Tage einen Anstieg habe, dann danach passiert im Endeffekt und er fällt wieder runter, dann komme ich gar nicht mehr sag ich mal, in die Bedrohung, überhaupt einsteigen zu müssen. Aber bei 25 Tagen gibt es schon mal eine Korrektur und wenn ich da einsteige, habe ich eine gute Chance, dass das, sage ich mal, Target erreicht wird. Was wir auch machen, ist natürlich, haben wir auch schon besprochen, dass wir eine Priorisierung von Märkten nach Outperformance vornehmen. Wir sagen, na klar, was ist jetzt der DAX zum Beispiel, ist Outperformer gewesen eine ganze Zeit lang und der amerikanische Markt abgehangen. Dann macht es natürlich Sinn zu sagen, naja, muss ich jetzt im amerikanischen Markt handeln? Nein, wir priorisieren nach Märkten, machen eine Gesamtbeurteilung. Steigt das denn der Markt überhaupt in der Breite? Also, wenn ich mir das dann anschaue auf dem Marktmodell, was wir gleich sehen werden, dann weiß ich doch schon, geht die Hälfte nach unten von den Branchen oder gehen die Hälfte der Indizes nach oben oder sind alle eher, sage ich mal, im steigenden Bereich? Und dann bietet sich auch nicht an, sage ich mal, jetzt willkürlich einfach long oder sag ich mal, einfach short zu gehen, besser gesagt, das wäre dann vielleicht nicht die richtige Antwort auf so einen breit steigenden Markt. Ja. Genauso ist es dann logisch mit der Länderauswahl, USA oder Deutschland. Es kann natürlich auch sein, dass ihr andere Länder vergleicht. Unser Tool kann ja sogar andere Länder vergleichen demnächst, wie ich das schon mal so rausgehört habe. Was heißt demnächst 31 verschiedene? Okay, das ist ja auch nicht verkehrt. Dann kann man mal gucken, wo das Geld nach Indien fließt zum Beispiel oder so. Und natürlich ist klar, ich schaue vielleicht auf dem Index zu sagen, nehme ich jetzt den Dow oder nehme ich den DAX, SDAX oder was es sonst für untergeordnete Indizes jeweils in dem Land gibt. Das macht ja dann durchaus auch noch Sinn, was letztendlich für die Größe der Unternehmen spricht, die ich auch handle. Marktphasen beachten, auch ganz wichtig. Kennt ihr alle, das ist im Endeffekt die Form der Bewegung, wenn etwas dynamisch ansteigt, da lege ich sehr großen Wert drauf. Es muss nicht immer ein Trend sein. Ja, das ist mir eigentlich egal. Es kann auch die erste dynamische Bewegung ansteigend oder fallend sein. Deswegen ist es grün ist für Bewegung.
Und die Korrekturen sind halt jeweils, sage ich mal, rot dargestellt. Das sind die Antworten letztendlich auf so eine dynamische Bewegung. Und was mich dann im Endeffekt interessiert, Markus, ist dann den Kauf heraus aus dem Ende der Korrektur. Ja, das ist jetzt hier schematisch dargestellt. Das sieht im Chart immer anders aus und nicht immer erwischt man den Punkt. Aber das ist nun mal so. Ich habe auch keine Glaskugel. Aber unter den Kriterien, die wir hatten, suchen wir in einem Outperformer-Markt genau Werte, die in so einer Korrektur sind. So, das ist im Endeffekt der Punkt. Und ihr seht jetzt hier einen Ausschnitt aus dem Trade-Scanner und dort seht ihr die orangefarbenen Signale. Das sind die Signale, das ist auch eine Aktie, die ich selber habe zurzeit. Das ist die Athos Software. Und die hat in den letzten 2 Tagen, und wir werden es auch gleich nochmal sehen, auch nochmal heute, nochmal Signale ausgeworfen. Und das ist im Endeffekt, wie ihr seht, in der Korrektur. Und ich habe einfach ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis, wenn ich aus der Korrektur kaufe, als wenn ich immer einen Ausbruch handle. Das kann auch funktionieren. Bei mir geht es meistens schief, vielleicht kann einer das besser. Wie sieht denn das bei dir aus? Bist du eher der Ausbruchshändler oder Nee, wie gar siehst du nicht. das? Also ich mache das ziemlich ähnlich mit der Korrektur. Nur, dass ich halt auf länger laufende Trends setze. Okay. Ja, man muss sich auch ein bisschen unterscheiden, obwohl wir, du mit deinem Turning Point und sag ich mal, wir beide haben uns unabhängig davon, dass wir unsere Strategien kannten, im Endeffekt fast die gleichen Einstiegssignale. Ja, das stimmt. Und Das ist ganz schon. anders aufgebaut und kommt das Gleiche raus, ja. Ja, das ist ja bei vielen Tradern so der Fall. Also im Endeffekt kochen ja alle nur mit Wasser und machen das Gleiche, kann man fast sagen. Aber ja, letztendlich ist es so, dass man fast zum gleichen Ergebnis kommt mit anderen Dingen. Das ist halt die Frage. Genau, man muss bloß das, was dir am besten liegt, selber finden. Das ist ganz genau richtig, ja. Jetzt zeigen wir mal die Lösung. Wir kommen ins Marktmodell. Und zwar ist das das Ding. Markus, erzähl uns doch mal ein bisschen hier zu diesem Marktmodell, was da eigentlich so deine Intention war. Ja, für mich war immer die größte Schwierigkeit, mehrere Werte zu vergleichen. Und wenn du dann Charts übereinander legst, hast du dann Millionen von Linien drauf. Das bringt dich auch nicht weiter, dass du eine klare Sache hast, welche ist denn was. Und mir war es im Prinzip wichtig, anhand von möglichst wenig Zahlen zu wissen, welcher Wert ist besonders gut und welcher eben nicht. Und wir hatten hier gerade auch diesen Indikator gesehen hier mit der relativen Performance, wo es blau und grau geworden ist. Das habt ihr wahrscheinlich noch im Kopf. Dass genau dieses Blau und Grau ist im Prinzip unten aufgetragen. Wenn es positiv ist, ist es im Prinzip blau und Das sehen negativ ist wir es jetzt im grau. Trend Long, ne? Ja, genau, da ist alles blau. Das ist die relative Performance. Und das kann man wirklich total vergleichen. Und die Signal Lamp, die ich noch entwickelt habe, das sollte mir im Prinzip auch helfen, dass ich mit nur einem einzigen Zahlenwert weiß, geht ein Wert nach oben oder nach unten. Und ist der trendig unterwegs oder hat er nur eine kleine Dynamik gemacht? Und vor allem, und das unterschätzen die meisten, wann kippt er wieder? Das heißt, wann sollte ich auch wieder rausgehen? Das kann dieses Signallamp wie sonst kaum ein Indikator. Ich finde das auch sehr spannend. Das Thema ist ja immer, welche Strategie in welche Marktphase ich legen muss. Und was sollte es auch noch bewirken, fand ich super an dem Tool, dass man halt auch sagt, das kommt ja, also Countertrend bin ich ja mehr. Du sagst immer, du gehst aus Positionen raus. Ich handle auch Countertrend, aber nur in ganz, ganz bestimmten Situationen, in fast genannt Anführungsstrichen Ausverkaufssituationen im Markt. Und darauf gehe ich jetzt mal ein. Das sind im Endeffekt die Countertrend Short ist falsch. Das kommt da oben hin. Und Countertrend Long ist da oben. Das habe ich falsch beschriftet. Das sind im Endeffekt die Punkte, wenn ein Markt, das sind ja diese grünen Bälle, wenn ein Markt da oben drin ist, dann ist der schon lange gelaufen. Und das soll mir im Endeffekt so ein bisschen das Leben erleichtern, wenn ich da drauf gucke und sage, na, den Markt muss ich mir jetzt gar nicht mehr anschauen, wenn da eine Kugel im Countertrend Short im roten Bereich ist, weil die ist schon paar Tage gelaufen und ich komme einfach zu spät. Das muss ich nicht machen. Ich will ja Werte haben, die in der Korrektur sind und wenn ein Markt länger gelaufen ist, dann funktioniert das nicht. Und wenn viele Kugeln im roten Bereich sind, im Countertrend-Bereich sind,
dann ist der Gesamtmarkt schon stark gelaufen und dann komme ich sowieso generell zu spät. Ja, wenn Sie im grünen Bereich sind oder im blauen Bereich, besser gesagt, beim Trend Long, dann ist es gut, wenn Sie weiter unten sind. Wenn Sie weiter oben in diesem Rechteck sind, dann sind Sie schon etwas stärker angezogen. Also es ist im Endeffekt die gleiche Logik wie dann unten im Short-Bereich. Ne? Ja. Markus hat schon erzählt, hier auf der rechten Achse läuft die relative Performance, was ihr denn auch rechts am Rand seht, diese 0,055, wo die relative Outperformance gemessen wird. Und die Underperformance liegt im Endeffekt vor, wenn Sie auf der linken Seite in der Skala sind. Wir haben das Ranking, man kann das dann sortieren mit zwei Klicks. Und dann hat man die absteigend und sieht im Endeffekt, dass der DAX der Player war und die deutschen Aktien waren nicht nur seit dem einen Tag, also ich glaube, ich habe vor 2 Tagen diese Präsentation erstellt, waren die schon länger oben. Und ich habe überwiegend fast nur deutsche Märkte gehandelt. Ja. Hat sich ausgezahlt, auf das Tool zu hören. Man kriegt halt einen unabhängigen Überblick vom Chart. Ja, klar muss man immer noch einen Chart angucken. Das Tool werden wir noch ein bisschen verbessern, was vielleicht noch die Korrektursichtbarkeit anbelangt. Aber ansonsten ist das schon mal ein toller Hinweisgeber, um zu sehen, muss ich mich jetzt an den Rechner setzen oder kann ich gleich an den Strand fahren? Oder wenn es Seitwärtsphasen gibt, Strangles handeln. Ja, zum Beispiel. Das ist der Vorteil bei Optionen. Du kannst halt verschiedene Marktphasen letztendlich handeln. Ne? So, die Marktphase ist im Endeffekt das, was die Signal Lamp ist, wo es um dynamische Prozesse geht. Ist sie halt stärker angestiegen oder nicht? In der anderen Achse sieht man ja letztendlich die relative Performance. Also man kriegt schon sehr, sehr guten Überblick über die Marktsituation relativ schnell. Und wir haben natürlich auch die Farbe der Kugeln, weil Volatilität spielt gerade bei Optionshändlern eine wichtige Rolle. Aber auch wenn ich Aktien handle, dann muss ich wissen, ob die niedrig ist, die Volatilität, oder eher hoch. Ist sie grün, ist sie niedrig, ist sie orange, ist sie im mittleren Bereich, und wenn sie rot ist, dann ist das im Endeffekt eine Bedingung, die eher für steigende, fallende Märkte spricht. Eine grüne Kugel, also eine niedrige Volatilität, spricht für steigende Märkte. Ist auch sehr schön für dich, wenn du weißt, die Volatilität ist hoch letztendlich, dann lohnt es sich doch, Cash Secured Put zu verkaufen, oder? Zumindest wenn nicht gerade der ganze Markt abrauscht. Das ist dann die Gefahr, ne? Na klar, das muss man, da hört schon ein bisschen Erfahrung mit dazu, auf jeden Fall. Ja, genau. Eine Frage muss ich hier mit einbringen, und zwar der Günther, vielen Dank dafür, fragt, braucht man einen externen Datenfeed, was sind die Kosten bei FXLED bei End of Day? Das ist eine Frage auf jeden Fall an Nelson, hat er auch schon geschrieben. Also einen externen Datenfeed brauchst du für unser Tool auf keinen Fall, das kann ich schon mal sagen. Wenn du CFDs handelst bei FXFlat, weiß ich, dann kommt der Datenfeed selber von FXFlat, die da auch sehr tolle Kurse stellen. Und wenn du bei der TWS handeln willst, dann musst du entweder bei der TWS, sag ich mal, einen Datenfeed buchen. End-of-Day-Daten in der TWS, wie sieht's da aus, Markus? Ich gucke die nie an, ich habe ein anderes Tool. Also ich kann gerne was dazu sagen. Externen Datenfeed in die TWS zu integrieren geht nicht. Da muss man die Marktdaten von IB entsprechend abonnieren. Aber um Aktien zu handeln, muss man keine Marktdaten zwingend abonnieren. Man erhält auch zeitverzögerte Kurse. Genau. Und wenn der Einstiegskurs ja feststeht und ich den quasi in die TWS eintrage, dann ist der Broker verpflichtet, meinen Limit natürlich auch einzuhalten. Korrekt. Ja, das hat mich ja so neidisch gemacht an Carstens Strategie. Der sagt, ja, hier für den amerikanischen Markt schaue ich mir mal das so an und dann gebe ich dann einfach frühs dann die Werte ein und dann schaue ich am nächsten Tag wieder drauf. Da dachte ich, das ist ja gemein hier. Ich muss da immer noch 17:30 irgendwie davor sitzen. Irgendwas mache ich hier falsch. Oder ich nutze es auch. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hilfreicher Einstieg. Ist ja auch eine Erfahrungssache. Am Anfang habe ich das auch gemacht. Ich meinte immer, das begleiten zu müssen. Das Problem ist ja einfach, dass entweder gibt es ein Gap, eine Kurslücke, wo der Markt höher aufmacht. Ich habe ein Limit, also ein Stop-Limit. Wann wird der Kurs, die Order aktiviert? Und was will ich für den Wert bezahlen maximal? Und manchmal geht es von unten nach oben. Er läuft durch das Hoch. Dann ist es für mich schöner,
Aber es gibt doch oft Situationen, wo es ein kleines Gap gibt. Der Markt kommt wieder zurück. Man sieht also eine rote Kerze erstmal. Und wenn man da drauf schaut, denkt man, ah, scheiße, jetzt bin ich drin und der Markt fällt weiter. Ja, aber wenn er am Ende des Tages guckt, ganz oft der Fall, dass ich in dem Bereich einen Umkehrstab sehe. Oder der Markt hat wieder gedreht und ist wieder drüber und die guckt dann drauf und sagen, ja Mist, jetzt habe ich die Order gelöscht um 17:30 Uhr, weil der Markt gefallen ist und ich wollte nicht in eine Abwärtsbewegung reingehen. Das spielt statistisch keine Rolle. Mal geht's gut, mal nicht. Also warum soll ich mir die Mühe machen, mich davor setzen? Also das macht keinen Sinn. Günther sagt, na klar, das ist im Endeffekt bei der TWS auf jeden Fall der Fall. Die End-of-Day-Daten ist egal, weil die Zeit verzögert sind im Endeffekt. Wenn du Realtime-Daten hast, dann musstest du die abonnieren. So, nächste. Strategie passend zur Marktphase ist natürlich auch hier der Fall bei den Branchen, ne? Wir können ja zum Beispiel, ups, warum ist das hier verrutscht? Sollte eigentlich nicht verrutschen. Moment. Wenn ich jetzt die Strategie mir die Branchen anschaue, ich habe jetzt hier Branchen ausgewählt und habe hier die XLB gewählt in Amerika, das sind Basic Materials. Und wenn ich da draufklicke, dann öffnet sich hier das Feld, wir werden es nachher live sehen, wo die ganzen Strategien aufgeführt sind, die ich dann handeln kann. Und unten, da wo der Mauszeiger ist, wo grau markiert ist, hier ist Outperformance Trend Long, also Perlentaucher Strategie. Dort kann ich im Endeffekt die nächste Strategie fahren. Klicke ich da drauf, komme ich zu einem Screening-Ergebnis, was so aussieht. Und in dem Screening-Ergebnis habe ich hier ein Outperformer-Ranking. Das bedeutet, hier seht ihr an der Anzahl des Rangs, wie sie im Verhältnis zu den Benchmarks stehen und welchen Rang sie dort einnehmen. Ich gehe natürlich immer von oben nach unten vor. Nicht immer ist es dann die passende Aktie, die mir gefällt, aber so gehe ich von oben nach unten vor und bis ich dann eine entsprechende Aktie finde, wo mir der Chart, wo ich einen Klick drauf mache, natürlich auch gefällt, logischerweise. Die entsprechenden Branchen werden dort aufgeführt, wenn ich sie nicht vorher selektiert habe. Das kann man dort sehen. Die Dividende kann man auch hier sehen, ist auch sehr schön übersichtlich. Dann weiß ich, okay, wenn ich dann noch einen Wert drin haben will, den ich vielleicht längerfristig halten will, was ich dann noch vielleicht ein bisschen als Dividende bekomme. Ich finde hier IBM eine Dividende von 4,5. Das ist ja schon krass. Also schon ein Wert. Dann habe ich hier das fundamentale Rating, was Markus angesprochen hat, was mega ist, was er vereinfacht hat, wo er meinte, das ist grün oder rot. In dem Fall ist aber nicht grün oder rot, Markus. Was haben wir hier für ein Rating? Also A ist das Beste und F ist das Schlechteste. Und ja, genau. Und der Rank 100 ist so das Maximum, was das absolut Beste wäre und 1 das Schlechteste. Wobei wir natürlich nicht den höchsten Rang wollen direkt, weil dann ist der Wert schon hochgeschossen und ist nicht mehr in der Korrektur. Aber das kann man dann noch sehen. So, dann haben wir natürlich auch die Marktkapitalisierung noch. Das ist auch eine wichtige Rolle, wenn man sagt, man möchte nicht jetzt ein ganz kleines Unternehmen handeln. Je höher die Zahl, desto höher die Marktkapitalisierung, ist auch recht einfach. Ich finde es eigentlich recht einfach. Also einen Rang versteht jeder, das Rating versteht jeder, Dividendenhöhe kann auch jeder verstehen. Die Rest der Sachen sind im Endeffekt selbsterklärend. Beim Perlentaucher ist noch was dabei. Die Anzahl der Tage, die ein Wert korrigiert hat. Das ist ein Algorithmus, den wir dahinter haben. Und der zeigt dann schon, ob es eine kurze Korrektur ist oder eine lange. Und ich finde, mittlere bis lange finde ich halt sehr gut. Kurze mag ich halt nicht so. Und von daher ist es eine wichtige Information, die man einfach dann nochmal gewinnt. Man weiß ja ungefähr, wie der Wert dann aussieht, ohne dass man sich den angeschaut hat. Genau, Wenn und da man den. kommen dann nur noch die richtigen Werte raus im Prinzip. Das heißt, es entfallen Hunderte oder Tausende anderer Werte, die man sonst durchschauen würde in der Checkliste oder in der Stimmt. Watchlist. Spart wieder Zeit, oder? Minimalst, genau. Und dann, wenn du noch sagst Exchange, kannst du dann noch andere Länder durchschauen. Wenn du mal japanischen Markt sehen willst, ist es auch drin. Genau. So, wenn ich dann draufgeklickt habe auf einen Wert, das ist in dem Fall die Atos Software. Man sieht auch, die Atos Software ist jetzt nicht auf dem ersten, sondern zweiten Rang, weil die hat mir charttechnisch einfach besser gefallen. Ich brauche ja auch nicht alle Aktien angucken. Selbst wenn ich mehrere Signale im Trade Scanner habe, interessiert mich das nicht. Ich gehe von oben nach unten durch und wenn ich eine habe, bleibe ich da stehen und dann nehme ich die. Wenn ich weiß, ich will 4, 5 Aktien handeln, dann mache ich das, bis ich 4, 5 voll habe und dann ist Feierabend. Dann muss ich mir die anderen nicht angucken. Besser wird es nicht. Ne?
Das ist eigentlich relativ einfach. So, wenn ich das ausgewählt habe, dann kriege ich einen Trade-Vorschlag. Und das habt ihr eben schon mal so ähnlich gesehen, die AOF-Aktie. Und was ist da alles drin? Da habe ich die Infos zur Aktie, damit ich die auch wirklich finde. Damit ich weiß, dass ich die richtig handle. Da ist sogar die ISIN mit drin. Wunderbar. Was ich ganz genial finde, und dafür bin ich dir so unendlich dankbar. Ich liebe Tools, wo man wirklich mit einfachen Sachen vorgeht. Und jedes Mal, wenn ich eine Aktie kaufe, muss ich immer irgendwo im Internet gucken, wann die denn ihre Geschäftszahlen haben. Und gerade für Optionshändler ist das, glaube ich, unschlagbar wichtig, dass man danach guckt, oder? Das ist absolute Super-GAU, wenn man das nicht hat, die Information. Ja, also es geht meistens schief. Es gibt ja auch so Earnings-Strategien, ja, die klappen 99%, aber das eine Prozent verhageln sie ein das Konto. Ja, warum mache ich das nicht? Ist logisch, wenn ich einsteige und das Unternehmen hat in 2 Tagen ihre Zahlen, dann setze ich einen Stop, so wie er jetzt hier meinetwegen unter diese roten Linien, die da eingezeichnet sind, die Stops. Und wenn ich dann dort reingehe, dann nützt es mir nichts, wenn sie Zahlen bekannt geben, vielleicht noch über Nacht, wenn der Markt zu ist. Und am nächsten Tag machen die mit einem Mega-Gap auf und dann habe ich, toll, dass ich meinen Stop bei 3% meinetwegen hatte, aber die Aktie macht ein Gap von 20%, dann werde ich zum schlechtesten Kurs ausgeführt und dann nutzt mir nicht. Und um dieses Risiko, sage ich mal, zu minimieren, möchte ich schon wissen, wie weit sind denn die Earnings weg? Also ich liebe eigentlich 14 Tage, also sprich 2 Handelstage, 2 Handelswochen, 5 Tage, ist eine schöne Entfernung. Man kann auch mal, wenn der Markt, sage ich mal, wenn man es unbedingt braucht, mal weniger machen, aber man muss immer die Zahlen im Auge behalten. Also dann würde ich irgendwann schon verkaufen, ne? Das macht schon Sinn. Deshalb machen wir das. Genau, deshalb Und haben wir dann muss ich da halt nicht heute gucken, ne? Earnings drin, dass dir das nochmal vereinfacht, dass du überhaupt nicht denken musst, gell? Ja, sieht es ja hier. Days till earnings, also die Tage bis zu den Geschäftszahlen 101, da habe ich noch genug Zeit. Ja. Ja, beziehungsweise Das kann steht man schon mal vorne ausschließen. Avoid Earnings 14 Tage, das heißt, der zeigt dir gar nichts an, was näher als 14 Tage ist. Das werden wir gleich sehen noch, genau. Dann haben wir unten die Trade-Information. Da steht also wirklich da, was ist die Stop-Order? Also wann gehe ich rein in den Kurs bei 142,80? Da ist noch eine falsche Punktsetzung drin. Das ist aber schon Ist aber schon korrigiert. gekommen. Genau. Wann sollte das Limit? Wo liegt das Limit? Was möchte ich maximal bezahlen für diese Aktie? 144,10 letztendlich. Wo liegt der Stop-Bereich? Bei 138 und wo liegt das wo Target, wo ich meinen Teilgewinn mitnehme? Der liegt in der Zone zwischen 160 und 164. Das ist relativ freigehalten, wo da jeder sein Ziel legt, weil es gibt nicht den einen Punkt und welches Potenzial habe ich? Ne? Also 14,85% habe ich und welches durchschnittliche Volumen bei einer Aktie? Finde ich schon mal klare Ansagen dazu. Ja? Und natürlich im Chart, was sehen wir im Chart? Da ist dieses Chance-Risiko-Verhältnis, die beiden Stop-Linien, da kommen letztendlich die Stops hin. Einer nimmt den etwas oben an der Stop-Linie direkt drunter, der andere sagt, ich nehme ein bisschen mehr Raum, ist auch ein bisschen Spielraum. Beides ist statistisch völlig unerheblich. Bei einem kriegt man halt ein bisschen mehr Aktien, wenn man den Stop näher dran setzt, setzt man ihn weiter unten, kriegt man ein bisschen weniger Aktien. Dafür ist man vielleicht länger im Trade, aber es ist statistisch egal. Deswegen haben wir da eben die Wahl gelassen, damit man da auch noch ein bisschen, sage ich mal, seinen eigenen Spielraum mit reinbringen kann. Ich Dann mache sehen das wir so noch gar einen, nicht. ja, dann sehen wir einen 200er Durchschnitt, 50er und einen 20er Durchschnitt mit einem Bollinger Band rum. Unten das normale Volumen, ein Tagesvolumen und eine orange Linie sieht man dann noch drin. Das ist letztendlich das erhöhte Volumen. Und wenn da mehr darüber wissen will, auf jeden Fall auf meiner Homepage nachlesen unter Perlentaucher, was es damit auf sich hat. Und damit ist im Chart im Endeffekt alles drin, was man jetzt visuell so braucht. Wir zeigen da ja noch 2, 3 andere Dinge, die man damit im Chart sehen kann. Und weiter zum Trade-Vorschlag. Ihr müsst euch vorstellen, ihr scrollt das Blatt weiter runter, ist wie so ein PDF-Blatt. Dann seht ihr unten nochmal die, also oben nochmal die Beschreibung zum Trade, ja, in Worten, damit man jetzt wirklich versteht, was wir da überhaupt machen. Und darunter die Unternehmensbeschreibung, die ist in Englisch, kann man sich aber in so einem Übersetzungstool bei DeepL oder so ganz schnell übersetzen lassen, wer es nicht im Englisch mag. Und dann haben wir nochmal die Ratings, die einzelnen Ratings, die Markus da aufbereitet hat, die ihr ja in der Tabelle dann als Gesamtrating nochmal seht. Also da könnt ihr genau sehen, die Wachstumszahlen, KGV, Earnings,
Margin Growth und ich weiß, also wunderbar, dass man das nochmal einzeln sieht und unten ist es nochmal visualisiert. Also finde ich mega. Das nimmt mir so viel Arbeit ab, das finde ich so genial. Genau, und das, wir kommen damit mit End-of-Day-Daten völlig klar, setzen dann einfach die Orders und gut ist, weil Holger Ja, gefragt hatte. genau. Also im Endeffekt braucht man kein Kursdatenabo irgendwo buchen, weil der Markt ist ja geschlossen, wenn wir unsere Signale bekommen. Und von daher habe ich genug Zeit, die dann die 4, 5 Orders oder 3 oder 2 Orders, die ich da habe, dann reinzusetzen und der Markt entscheidet dann, ob er die will oder nicht. Mehr ist es nicht. Natürlich geht das Ganze auch mit den Cash Secured Put. Als Beispiel haben wir jetzt Cash Secured Put genommen. Dann sieht das Feld, das Screening-Ergebnis so aus. Dann ist zum Genau, und da Beispiel war ja Markus. die, ja genau, da war ja so die Schwierigkeit, du hast in der Optionskette irgendwie 25 Werte, was drin steht, und das aufs Wesentliche zu reduzieren. Das heißt, die Anzahl der Tage ist ziemlich wichtig, dass man sagt, zum Beispiel 20 bis 60 Tage ist gut. Dann in welchen Strike-Bereich, was gibt mein Portemonnaie her? Das kann ich nutzen. Dann das Delta ist total wichtig, dass ich dann immer sage, so und so viel Prozent. Das heißt, Delta umgerechnet Was ist denn 0,5. DTE? DTE sind die Days till Expiry. Okay. Also wie lange läuft das, diese Option? Genau. Okay. Delta ist Expiration. Genau. Also das sind ja quasi Dann haben die wir noch die. Laufzeit 50 Tage bis zu dem Datum. Genau. Genau, dass man das immer gleich hat. Ich hatte immer die Schwierigkeit, dass ich das mich immer verrechnet hatte oder dann schon das Datum, und so ist es wesentlich einfacher. Dann sieht man eben, was für ein Preis wurde als letztes bezahlt, welches Delta, also Delta nochmal umgedreht, 0,17 bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass der Trade aufgeht, ist 83%. Dann steht die implizierte Volatilität drin. Da gibt es ja Leute, die führen ganze Listen. Das brauchen wir hier alles nicht. Und dann wird gleich nochmal gerechnet Earnings Rate. Das heißt, wie viel annualisierte Rendite bezogen auf die eingesetzte Margin bekomme ich bei dem Trade. Dann auch nochmal das Rating und dann Dividendenrendite. Also alle Informationen, die irgendwie wichtig sind, sind erstmal in der Tabelle drin, dass ich gleich sortieren kann. Gut, und Open dann. Interest hast du auch drin stehen. Muss ich nochmal Genau. kurz kommen. Open Interest, da steht eine 82 und eine 1. Wo ist jetzt da der Unterschied? Ja, je höher der Wert, desto besser ist es natürlich. Ich glaube, du hast da runtergedreht. Ich habe nochmal auf 50. Das heißt, da sind dann mehrere Verkäufer, haben die gleiche Idee und nutzen Okay. das. Das heißt, je höher der Wert, desto besser eigentlich. Genau, dann Praktische drückst du den Info. Knopf. Ja, total praktisch. Und dann drückst du auf den Knopf, Signal. Genau, oder vorne auf den Namen. Und Und dann passiert Folgendes. dann kommt die Magic im Prinzip. Das, was die wenigsten kennen. Achso, Days Back wurde noch gefragt. Das Problem ist manchmal, dass man nicht unbedingt an dem Handelstag vielleicht mal gerade da saß und hat das Signal gehabt und dann ist es vielleicht einen Tag später immer noch gültig. Und dass man das im Prinzip sehen kann, dafür hat man den Schalter, dass man auch sagen kann, hier 2, 3 Tage zurück, wie war es denn? Andere nutzen das zum Beispiel auch mal, um Backtesting zu machen, dass sie sagen, wenn das jetzt hier 14 Tage zurück war, was wäre denn gewesen? Da kann man auch sehen, ob wir hier einen Mist machen mit unseren Signalen oder eben nicht. Genau. Okay. Und hier das ganz Wichtige sind die Open Interest Levels, die bei amerikanischen Aktien funktionieren. Das sind diese roten und grünen Balken. Da wird geschaut, die nächsten 60 Tage fix. Also da gibt es ja teilweise, manche haben ja alle 3 Tage Verfallstage, manche haben eine Woche und so weiter. Und das ist natürlich wesentlich komplizierter. Das heißt, dass ich da irgendwo 60 Tage alles kumuliere. Das heißt, alle Optionsketten werden zusammengezählt und das Open Interest pro Strike-Preis. Und das gehen wir dann natürlich da nochmal tiefer rein. Aber wir werden das ganze Thema Option, glaube ich, nochmal separat handeln. Dass man dann nochmal. Weil der Günther schon hier abgehängt ist gerade. Aber es gibt noch mal ganz einfach gesprochen, hier haben wir dass man sieht, wo ist noch mal eine Unterstützung und Widerstand, was ich sonst nicht sehen würde im Chart.
Warum erzählen wir Perlentaucher und Optionen? Das ist vielleicht für nicht jeden klar, weil die Signale auch aus dem Perlentaucher bei Optionen auftauchen, weil die einfach gut funktionieren, genau wie Turning Point. Die funktionieren beide einfach gut. Und wir haben ja am Ende dann noch die Überraschung, was ganz, ganz wichtig ist für diejenigen, wo es halt, sage ich mal, beides zusammen letztendlich gibt. Und das ist am Ende vom Webinar. Wir müssen immer so ein bisschen sputen. Ja. Wir sind nämlich schon um 19 Uhr, dass wir noch ein bisschen ins Live kommen. Ganz toll ist bei den Optionen, natürlich habt ihr auch alle Informationen, was den Trade angeht, auch Informationen zur Aktie logischerweise drin. Weitere Informationen sind natürlich auch die Earnings Rate und auch da Sektor und Industrie, finde ich auch super. Im Chart habt ihr schon gesehen, das Wesentliche, was Markus benutzt, das ist halt eigentlich auch kein Klimbim, mit dem Open Interest und seine Form des CAVs, den er im Endeffekt dort sieht. Und dann auch speziell, hast du schon super erklärt, das Open Interest, was ich auch für meine amerikanischen Aktien im Perlentaucher-Chart nutzen kann, weil da ist es auch drin. Ne? Also ob diese Unterstützung halt noch vom Open Interest, sage ich mal, getragen wird. Das ist eine tolle, tolle Sache. Das Gleiche natürlich auch wie überall Text. Ja, also ja, da geht keine Informationen verloren. Und wir gehen jetzt live in den Tradescanner, damit ihr das auch seht. Und das Top-Angebot kommt am Ende. Und zwar schon mal erwähnt jetzt hier, aber jetzt hole ich den Tradescanner mal rein. Da ist er. So sieht das bei mir aus. Es kann aber auch bei anderen, die es schon den haben, anders aussehen. Ich habe hier noch ein paar Sachen freigeschaltet. Bin jetzt, glaube ich, im anderen drin. Oder war ich doch in dem? Ne, ist schon richtig. Yes. Das Perlentaucher-Tool sieht im Endeffekt so aus. Ja, diese drei Sachen, fünf Sachen. Und oben habt ihr das Marktprofil. Der Weg dahin, wie ich halt vorgehe, ist halt, über das Marktprofil mir hier reinzuklicken, Indizes, einmal den Hebel anfassen. Dann kommen letztendlich hier die ganzen einzelnen Indizes rein, wieder frisch. Kann das hier auch mit einem Doppelklick sortieren und kann mir einen Überblick verschaffen, wo ich jetzt halt jetzt nicht reingehe, wäre jetzt vielleicht der Dow Jones. Warum? Weil er schon so heiß gelaufen ist. Bin ich in der Position drin, heißt das für mich, oh Achtung, Stops nachziehen oder Teilverkauf machen. Guck mir natürlich immer einen Chart an, aber ist schon mal eine wertvolle Information. Und was ich auf einen Anhieb sehe, Markus, wirst du mir zustimmen, ich muss jetzt nicht unbedingt Short gehen, oder? Nee, kann man machen, ist halt dann Kacke. Das muss man nicht machen. Genau. Und hier kann ich natürlich dann relativ schnell erkennen, wenn ich hier drüber hoffe, dann sehe ich, falls hier mehrere Sachen übereinander liegen von den Kugeln und der Schrift, welcher Markt letztendlich hier wo steht. Und dann kann ich das sehr gut einschätzen. Also ihr seht, der deutsche Markt ist ein bisschen überholt worden jetzt schon wieder oder aufgeholt worden, sage ich mal, vom amerikanischen. Ich könnte mich dann entscheiden, ob ich einen deutschen oder amerikanischen nehme. Im Moment sind beide long, bullish. Würde ich mich für beide entscheiden. Also man könnte beide durchsuchen. Der nächste Schritt, den ich machen würde, ich fange mal mit Deutsch an, geht relativ einfach. Ich würde in die deutschen Sektoren zum Beispiel gehen, die mir wieder sortieren, weil damit auch man das im deutschen Markt ganz kurz sehen kann. Klicke dann die entsprechenden Branchen an, schaue mir an, oh, die sind schon heiß gelaufen hier, die beiden, Energie und Financial. Die sind gut gelaufen in der letzten Zeit. Aber ich schaue vielleicht mal auf eine Branche, die halt, sage ich mal, jetzt nicht so toll war. Das ist die hier unten, die, wo ist er? Communication, die ist mit nach oben gezogen oder was? Ne, wie Industrial, so haben wir sie denn. Wo ist sie? Da, die meine ich so. Dann wollen wir natürlich einen Aufwärtstrend haben bei Industrials. Klicke dann da drauf und kriege dann, wenn ich es gebucht habe, bin ich dafür freigeschaltet, in dem Fall Outperformer Trend Long Vorschlag, klicke da drauf. Und kriege dann den passenden Scanner dazu, der auch schon Industrials eingestellt hat. Den Preis kann ich einstellen, ob ich eine Aktie habe von 5 bis 9.990 oder ab 20 Dollar oder Euro erst handeln möchte, kann ich vorselektieren. Steht auf Deutschland, Klick auf Search. So, dann kriege ich hier eine Auswahl. So, und wenn ich einen Tag ein bisschen zurückgehe, dann gehen die Signale etwas zurück. Ja, seht ihr hier. Das ist alles live, nochmal von der Geschwindigkeit. Ja. Genau, so sieht's aus. Und zack, wollte nochmal einen Tag zurück hier. So, was ihr auch noch seht, das ist hier Avoid Earnings, was ich angesprochen habe, ist der Hebel hier grün. Dann werden Geschäftszahlen berücksichtigt. Wenn ich den jetzt ausschalte,
dann kann es sein, dass, sage ich mal, Unternehmen reinkommen, die jetzt innerhalb der 10 Tage noch deine Zahlen haben, aber die meisten sind schon durch, also es hat keine Auswirkung. Und Outperformance bedeutet, dass ein Outperformer, mache ich den aus, kommt hier noch die eine oder andere Aktie mit dazu. Ja. So, wenn ich mir jetzt hier rangmäßig anschaue, kann ich mir entscheiden zwischen Amadeus oder sonst wen. Kann mir die Dividende anschauen. Rheinmetall hat nur ein Rating von D. Die C nehme ich vielleicht die, Amadeus Fire. Schau mir die an. So, dann habe ich hier einen Chart, den ich mir reinziehe und habe dann hier den CAV von 1,4. Hier unten sehe ich die Zahlen auch nochmal. 4,63% Potenzial bis zum ersten Target. Ist jetzt, sage ich mal, nicht so ganz die Welt, aber jetzt als Beispiel. Hier ist der 200er, der kommt runter, der würde als Widerstand dienen, aber ich denke mal, dass der auf jeden Fall angelaufen wird. Deswegen würde ich einen Teilverkauf machen. Das Glück hätte ich dann eventuell, wenn der Markt hier wirklich durchpiekt, dass ich dann davon profitieren kann, dass er das als Unterstützung sieht zum Beispiel. Ne? Das ist im Endeffekt die Auswahl zu so einem Trade. Relativ einfach und schnell. Und ich bin, Genau, und sage ich wir mal, nicht haben, in der. weil Patrick gefragt hat, haben wir die Informationen noch irgendwo? Ja, die gibt es alle im Blog und auch, wie du so ein Trade absetzt in der in der TWS, haben wir auch alles vorbereitet, dass du wirklich nachkochen kannst im Prinzip. Genau, und das, was man ja nicht verachten darf, ist, jeder, der neu reinkommt, kriegt innerhalb von einer Woche, das haben wir jetzt wieder in der nächsten Woche schon gesagt, kommt demnächst rein, kriegt eine Einführung mit einer Zoom-Session. Also sind mehrere zusammen, da zeige ich nochmal alles und da könnt ihr eure Fragen stellen. Also relativ, da kann nicht viel kaputt gemacht werden. Der Vorteil ist halt wirklich da, im Gegensatz zu anderen Software, die man selbst installieren muss und selbst einrichten, dass man da einen Klick macht und dann ist vielleicht alles wieder verstellt, was man vorher eingestellt hat. Und die Einarbeitungszeit ist hier wesentlich geringer. Ja. Der Patrick fragt, was bedeutet denn CAV, wenn die Zahl über 1 ist oder unter 1? Markus. Je höher die Zahl, desto besser. Am liebsten hat man irgendwo ein CAV von 1,5 bis 3 irgendwo so. Das ist so das Idealste, gell? Genau, das bedeutet im Endeffekt nichts anderes als, wenn du egal welche Summe du jetzt nimmst, wo dein Stop ist, wo du rausfliegst, hast du ein Risiko, kann man ja auch so sagen. Und wenn du das Zweifache an einem erreichbaren Kursziel erreichst, dann hast du vielleicht das mindestens, solltest du so ein 1,5 haben. 1 ist schon gut, 0, ist okay, aber da würde ich dann halt vielleicht kein Target setzen. Wir haben auch demnächst einen CAV drin, den man im Endeffekt einstellen kann, dass du halt ganz nur noch Trades siehst ab mindestens 1,0 CAV zum Beispiel. So, das Ganze kann man natürlich auch mit dem amerikanischen Markt machen. Gehen wir wieder ins Marktmodell, klicken hier mal drauf, US-Sektoren, dann klicke ich hier zweimal drauf. Also viel falsch kann man da nicht machen. Und dann sehe ich hier, okay, was ist hier super gelaufen? Oh, ja, Gesundheit und Industrie brauche ich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Es wird jetzt generell schwer sein nach dem starken Anstieg. Paul hat ja gestern gesprochen und dann ging der Markt ab. Ich hatte gestern das Webinar live mit Nelson und hat mir dann gesagt, du, der Markt hat jetzt schon gedreht. Habe mich eigentlich gefreut, dachte, ich kriege heute ein paar Einstiegssignale, aber die Märkte sind so stark gestiegen, was für alle Aktien letztendlich zutrifft, fast, dass es schwer ist, jetzt dort durch das Signal, was gestern eingetreten ist, einen vernünftigen Wert zu finden. Aber ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben und bin dann einfach mal in eine Branche gegangen, die weiter unten ist. Also Communication Service hatte ich auch im Branchenbereich erwähnt, dass die ja irgendwann so schlecht war im Chart, so abverkauft wurde, dass sie vielleicht irgendwann mal kommt. Und hier seht ihr ja, sie blinkt da oben, da. Ist sie halt, sage ich mal, im Trend-Long-Bereich. Ich klicke wieder da drauf. Dann seht ihr, da ist hier die Branche eingestellt. Drückt nochmal drauf. Und dann kann ich hier ein paar Tage zurückgehen, wenn ich nicht nur das sehen möchte. Und dann sehe ich hier die Fiverr. Die hat einen Rank von 1. Kennt ja jeder vielleicht doch die Fiverr-Aktie. Bisschen kleiner von der Marktkapitalisierung. Aber die soll es jetzt mal sein. Klickt da drauf. Sieht ja ganz schrecklich aus, der Chart. Ja. So, gehe jetzt da drauf. Aber was ich finde, sag ich mal, immer wieder finde, ist Dynamik, was ich angesprochen habe. Ihr erinnert euch an die grünen Sachen und Korrektur. Ob jetzt daraus ein Trend, hier ist es sogar schon ein Trend, 1, 2, 3, das ist die Korrektur, meinetwegen. Ich achte nur darauf, dass hier eine Dynamik ist und dann eine Korrektur kommt. Ja.
CAV 1,87, hier würde ich ungefähr das Target reinpacken und Potenzial von 17,7%. Ich würde nicht ganz so weit gehen, ich würde genau in der unteren Kante das legen. Und ja, was haben wir noch als Open Interest Einblendung? Wenn man hier auf Menü klickt, dann könnte man hier zum Beispiel noch die Earnings sich einblenden lassen. Die sind nämlich schon drin, das ist der schwarze Strich. Also ihr seht im das, was hier unten drin steht, auch wann die Earnings sind und wie lange es dauert, seht ihr auch im Chart. Und ich könnte jetzt zum Beispiel mir auch das Open Interest mit reinlegen, das, was Markus für seine Optionen hat, das kann ich hier auch nehmen. Und ich sehe, hier ist ein ganz schönes Potenzial an Call-Optionen, Markus, richtig? Richtig, das heißt, da geht es Knappe nach unten. Ganz das kann sein, muss aber nicht. Wenn der Markt nach oben überschreitet, was ist dann? Also da oben muss man aufpassen, glaube ich. Ja, genau. Also wenn der Markt nach oben überschreitet, dann gibt es natürlich diese Short-Squeeze-Effekte. Das heißt, dass dann das richtig schnell schießt. Genau. Weil also das heißt, wenn die Händler ihre Positionen dann schließen müssen, die verkaufen. Genau. Das heißt, wir sind ja genau da dran, wo wir eventuell drüber gehen. Es könnte sogar sein, dass es dort eintritt vielleicht ein bisschen. Mal. So auf alle Fälle eine sehr, sehr hilfreiche Information, finde ich. Genau. Dann haben wir noch die... Ja. Dann haben wir noch die Expiry hier, das heißt im Endeffekt der Schwankungsbereich von der Aktie, richtig? Das ist der Expected Move, also das, was aus der impliziten Volatilität erwartet wird. Genau, also auch nochmal grafisch dargestellt. Ja, genau. Bewegt die sich. Gute Zusatzinformationen. Man könnte ein RSI noch mit reinschalten oder ein MACD, haben wir mit reingenommen auf Wunsch, aber ich habe die Dinger mal aus, ich brauche die nicht. Ja, da müsste man eins oder andere ausschalten. Deswegen, wir haben hier kein, sag ich mal, jetzt hier keine Chart-Software letztendlich hochtrampelt, weil die brauche ich ja nicht. Das, was ich sehen muss, habe ich im Tageschart und das reicht aus. Ja. Und das ist ja inklusive, da muss ich kein Datenabo für haben oder so. Und oben kannst du noch unter Search Name kannst du im Prinzip auch mal ganz andere Werte reingeben, was du willst. Ja, genau. Hier oben ist Search ist Name. Und wenn ich jetzt genau, wenn ich jetzt eine Position habe, wie ich habe mir die Kion gekauft zum Beispiel, ja, letztens habe ich das auch gepostet. Deutscher Wert ist jetzt das Kürzel Ups. Plus das Xetra. Genau. So, und ihr seht, bups, hat sie umgeschwenkt. Da ist alles drin, was jetzt zu dem Wort, zu der Aktie Xetra gehört. Und die habe ich jetzt hier mal long gekauft. Hier unten bin ich eingestiegen und die ist schon fast ins Target gelaufen. Und jetzt läuft sie schon wieder nach oben. Also ich bin noch im Trade drin. Auch wenn sie jetzt der letzte Trade, also der letzte CAV bezieht sich auf den letzten Pfeil. Ich war beim ersten Pfeil schon drin. Also man kann auch retrograd letztendlich sich Aktien da anschauen, die man selber hatte. Oder wo man eine Idee hatte, dass man da vielleicht mal reingeht oder so. Oder man kann sich dadurch nochmals Open Interest anschauen, wie es aktuell ist. Bei deutschen Aktien geht es aber nicht. Mit dem Open Interest. Nee, das haben wir nicht in der Breite. So, ich glaube, fällt dir jetzt noch was ein? Ich glaube, wir sind durch, oder? Ganz wichtig, es gibt eben den Blog. Da haben wir wirklich schon viel Interesse. Genau. Das siehst du, das ist immer gut, wenn man zu zweit ist, weil irgendwann vergisst man das. Ich habe natürlich für die Leute unter dem Blog-Bereich gibt zum Beispiel jetzt mal ab und zu so einen Trade-Check, wo ich halt die Gedanken letztendlich sage, was ich da gefunden habe. Aber was natürlich auch sehr schön ist, ihr könnt ja die Autoren auswählen zum Beispiel. Das bin ich jetzt. Und man kann zum Beispiel auswählen, was man an Kategorie haben möchte. Da habe ich bei mir zum Beispiel drin den Trade-Check, Ausbildung, Trade-Scanner. Oder Marktvorbereitung oder aber Ausbildungsstrategie zum Beispiel. Und da habt ihr richtig schön sortiert von 1 bis, ich jetzt in die Lügen, 10, diese Elemente in 5 Minuten Videos erklärt. Also was jetzt zum Beispiel Outperformance, Underperformance genau ist. Ja, wie die ganze Strategie aufeinander aufgebaut ist. Weil man muss nicht nur, also man darf, sollte auch nicht nur einfach auf den Knopf drücken. Ich möchte zum Beispiel auch, dass ihr den Chart versteht.
Und jeder nutzt vielleicht noch ein anderes Chart-Software oder im Internet, wo er drauf guckt, wo er nochmal seine eigenen Indikatoren hat. Er braucht sie ja nicht. Aber zu wissen, was ist Schwankungsbreite, was macht das Volumen eigentlich, was ist gut, wie handle ich die Gaps? Und wenn die alle zusammenkommen, gibt es eine höhere Wertigkeit. Das ist eigentlich der Sinn dahinter. Und deshalb haben wir das erklärt. Die wird auch weiter ausgebaut noch. Es wird demnächst auch noch einen Kurs geben für den Trade-Scanner letztendlich, wo ganz, ganz kurze Videos. Ich mag es nicht, wenn man da 20, 30 Minuten über so ein Thema spricht. Könnt ihr euch ganz gemütlich angucken und dann, sage ich mal, habt ihr auch die entsprechende Sicherheit. Und es gibt halt immer, wenn Leute reinkommen, eine Zoom-Sitzung, wo ich das erkläre, wo ihr eure Fragen stellen könnt, sodass ihr doch wieder wirklich bedienen kann und verstehen kann. Ja, was noch? Was kann man noch sagen? Letztendlich sind wir noch lange nicht am Ende mit der Entwicklung, oder? Nee, wir haben noch ein bisschen was vor uns, gell? Aber Priorität hat halt jetzt hier wirklich alle Scanner erstmal perfekt hinzukriegen, dann, weil dann macht es Sinn, so richtig schön die Kurse auch zu machen. Nicht, wenn da es sich nochmal 17 Mal was ändert, dann mach mal nur Videos, dann habt ihr auch nicht so viel davon. Genau. Und Genau, danach das. ja auch Trading Journal und dann vielleicht auch irgendwann mal die Anbindung an die TWS gegeben. Genau, Das sind so also. die nächsten Ziele, was wir eigentlich drin haben. Genau. In welcher Reihenfolge im Block sind die. Wo ist das jetzt hingescrollt, das Ding? Fahrradnetzen? Sind die Videos anzuschauen? Ja, ganz. Patrick hat da gefragt, in welcher Reihenfolge im Block die Videos anschauen. Also hier, klar, hier von 1 bis, ne? Logischerweise. Ansonsten sind die immer aktuell. Du kannst quasi hier in der Suche alles einstellen, was du möchtest. Ne? So ein Blockschieberegler nach Strategie. Am besten ist immer Output zu nehmen, zu gucken, was der hat. Am besten ist Aha. Perlentaucher-Strategie. Naja, wenn Sie die jetzt hier als Angebot buchen, macht es ja schon Sinn, dass Sie das lernen, wenn Sie die das haben letztendlich. Ne? Also da lege ich schon sehr viel Wert drauf. Man kann auch immer Fragen logischerweise an uns stellen oder mich. Das ist mir ganz wichtig, weil nicht jeder Mensch ist auf dem gleichen Level und ich möchte da jeden abholen. Ja. Was einfach wichtig ist, auch wenn viele sind bei Seminaren, kommen nach Hause und sitzen vorm Rechner und wissen gar nicht, was sie umsetzen sollen. Also was handle ich jetzt zum Beispiel? Ist das jetzt okay? Ja, selbst wenn der Trade in die Hose geht, sollte er fachlich okay sein. Das ist mir wichtig. Und deshalb haben wir den Trade-Scanner gemacht, dass man nicht völlig in die Grütze greift. Ja, dass es einfach schneller geht. Und mit dem Wissen, dann letztendlich auch mit der Ausbildung, die damit bei ist, quasi einen direkten Draht, dass man dann einfach die Sicherheit bekommt. Das ist auch wichtig, ne? Markus fragt, welche Vorteile habe ich als Abonnent Ihres Turning Points Add-on bei Anwendung des vorgestellten Trade Scanners in Klammern Perlentaucherstrategie? Ja, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig definiert, gell? Wie, also es ging um den Agena Trader, wie man da was zusammen basteln kann, das dann noch hier so ein Abo mit hier rüber schiebt. Müssen wir uns noch überlegen, haben wir aktuell noch nichts. Okay, haben wir auch schon gesagt. Gilt das Zoom-Angebot auch für Harry Bucher? Patrick, wie soll ich das verstehen? Also das Nee, die Zoom-Angebot. über Harry, über meinen Kumpel Harry gebucht Ach haben. so. Natürlich ist da auch. Ah, alles klar, alles klar. Selbstverständlich. Ja, natürlich. Also bei uns wird das regelmäßig so sein, dass ich da eine Zoom-Session mache und euch das zeige, wie man das Ding bedient und ihr eure Fragen stellen könnt, weil ohne Bedienung läuft es nicht. Also es geht aber recht schnell, es ist ja nicht schwer zu bedienen. Ihr könnt auch nichts kaputt machen. Also, wenn du auch immer auf Performance klickst, dann mach es doch zum Standard. Das stimmt, da hast du recht. Das machen wir auch. Du meinst den Ja. Sortierfaktor. Das machen wir. Das ist schon auf der Agenda. Super auch, wenn ihr Verbesserungsvorschläge macht, ja, weil wir sind und Teil schon betriebsblind, weil wir immer das Ding angucken. Wir können das und wenn es da irgendwo hakt, sind wir immer dankbar für ein Feedback. Da könnte man was machen, das würde ich mir wünschen. Dann können wir sehen, ob wir das berücksichtigen können. Ne? Genau. Nach welchen Kriterien ist die Aktienliste sortiert? Ist der oberste Wert der beste oder ist das Ranking besser, je kleiner? Ganz klar, das Ranking bedeutet auf den Rang in der Outperformance hin. Das heißt, wenn er hoch ist im Rang,
hat aber das Setup, wenn es ein Signal gibt, normalerweise, wenn jetzt nicht der Chart völlig irgendwie chaotisch ist, eine Korrektur. Ja? Entweder eine kurze Korrektur oder eine lange Korrektur. Von daher seid ihr da auf der sicheren Seite, dass der Wert im Endeffekt korrigiert. Außer ihr habt eine Kerze, die 20% nach oben geht, dann kann es sein, dass die nach oben hin rausgelaufen ist, dann nehmt ihr den Wert nicht. Aber letztendlich ist der nach der Outperformance das Signal, wo die Aktie steht, von der Outperformance her möchte ich ja die Outperformer haben und dann sich in der Korrektur befindet, nach bestimmten Kriterien. Und was haben wir noch? Termine kommen per E-Mail. Hast du schon, bist schon wieder weiter. Ich komme gar nicht so schnell nach mit meiner Maus. Termine kommen auf jeden Fall über E-Mail. Wenn ich mit Perlentaucher anfange, kann ich ein Upgrade machen auf Optionen, fragt der Günther. Ja, das geht. Also wir haben ja auch so Bundles. Das heißt, dass du Perlentaucher erstmal hast und dann gibt es Option Basic. Also wenn du jetzt nicht eine vermögensverwaltende GmbH hast, reicht das völlig aus. Oder es gibt eben Option Advanced, wo du dann noch deutlich mehr Strategien hast. Und das kann man Das dann sogar auch so schon. upgraden. Genau. Okay. So, dann kommen wir mal zu unserem Angebot. So, Moment. Ich muss mal kurz nochmal den PowerPoint aufrufen. So. Und zwar in Zusammenhalt mit FX Flat bin ich euch auch sehr, sehr dankbar für. Wenn ihr ein Konto eröffnet bei FX Flat, dann, und das haben wir noch mit dazu genommen, bekommt ihr 10% auf die Dauer eures Abos, also solange ihr da nicht kündigt, seid ihr damit bei, und zwar auf die Perlentaucher-Strategie. Und dazu gekommen ist noch Optionen basisch, also Basic, Turning Point und Perlentaucher Bundle. Das ist alles damit bei. Wie gesagt, Markus seins und meins nimmt sich nicht viel, ist alles in einem mit drin. Und genau das gleiche für das Options-Advanced-Paket mit Turning Point und Perlentaucher. Und wenn ihr ein Konto eröffnet, dann bekommt ihr ein Kennwort. Dieses Kennwort könnt ihr dann, also wie so ein Gutschein-Kennwort, in den Digistore eingeben und bekommt dann die 10% abgezogen. Und die Landingpage dafür seht ihr hier. Der Link ist auch da, den können wir jetzt nochmal gleich verschicken. Vielleicht macht der Nelson das mal, der ist, glaube ich, schneller als ich. Da drin. So sieht die aus. Und da seht ihr auch nochmal kurz erklärt, die ganzen Features und so weiter. Und da könnt ihr dann den Konto eröffnen. Für die anderen, es wurde auch schon angefragt, hey, ihr habt doch eine Black Friday oder Black Weekend gehabt. Wir sind so, wir machen wirklich Angebote nur außerhalb oder nur da eigentlich. Black Friday, ja, oder über so eine Aktion, weil zu viele Angebote, finde ich persönlich, macht es nicht transparent. Ja. Ich kenne das von mir. Ich warte dann oftmals, und wenn ich nicht warten kann, dann bin ich auch bereit, einen anderen Preis zu zahlen. Also, ihr habt da nochmal die Möglichkeit, 10% zu sparen. Kontaktadresse, falls ihr uns schreiben wollt, kriegt ihr jetzt auch noch. Das ist die Seite, ich will aber den anderen haben und dann sind wir auch schon durch. Ich meine, wir haben heute echt länger gemacht. Entweder ihr schreibt dann support@tradescanner.de, dann habt ihr den Markus auf jeden Fall an der Strippe. Ich bin mit Markus eng verbandelt, also die Kommunikation, die funktioniert, dann sendet er das an mich weiter. Wenn ihr Fragen nur zur Perlentaucherstrategie habt, dann könnt ihr an mich schreiben, cb@tradercoach.de. Ich helfe euch dann da weiter. Ja, von daher Wenn bin einer ich. schon, wenn einer ein Konto schon bei FX Flat hat, gibt es bestimmt dann Möglichkeiten, dass das auch weitergegeben wird, oder? Wie läuft das? Das werden wir dann noch sehen. Das werden wir noch absprechen. Ja, genau. Keine Ahnung, wie das geht. Ja. Okay. So, von meiner Seite bin ich durch. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie bitte jetzt, weil jetzt habt ihr noch die Chance. Da kommt nichts mehr. Oh, Nelson, wir haben länger gemacht. Ich hoffe, du bist uns da nicht allzu böse. Überhaupt nicht. Alles gut, im Gegenteil. War das spannend. Und da waren ja auch einige Fragen. Ich glaube, eine Frage ist hier noch, und zwar, welches Modell ist am besten für den DAX geeignet? Welches was?
Welches Modell wird hier gefragt? Ich glaube, gemeint ist, welches Paket. Du hattest ja eben drei Stück vorgestellt, anhand in Also, Verbindung mit der Aktion. Und hier wird DAX dann heißt ja, gefragt. genau, also Indizes an sich handle ich vielleicht intraday, das mache ich so nebenbei, aber wenn ich DAX-Aktien meine, dann kann man das Perlentaucher-Tool nehmen. Das Turning Point macht auch Deutsche, oder? Macht's genauso, ja. Ja, es gibt auch das Perlentaucher, glaube ich, mit dem Turning Point Bundle auch so, oder? Wenn ich es richtig. Also beides können deutschen Markt. Ich handle sehr viel deutschen Markt, also von daher, da sind auch DAX-Aktien logischerweise mit bei. Die Frage ist nur immer, ob sie Outperformer sind. Das sind sie nämlich manchmal nicht. Und deswegen habe ich dann halt keine deutschen Aktien auf dem Schirm, die halt sich im MDAX oder im DAX befinden. Dann eher schon manchmal in der Kleine, im Tech-DAX oder im S-DAX oder im MDAX hatte ich letztens auch die Kion. Das kommt immer darauf an. Ich will ja die besten oder performantesten Aktien handeln in dem Fall. No. Okay. Dann hören wir uns schon nächste Woche wieder. Der Rudolf fragt nochmal, wie viel Geld sollte man als Anfänger haben? Ja, das ist immer eine gute Frage. Also wenn du mir jetzt sagst, du willst mit, nehmen wir mal an, 5.000 Euro davon leben, dann wird es schwer. Weil das, was wir hier so an Performance erwirtschaften, ist im Endeffekt ein bisschen abhängig, logischerweise von der Marktabhängigkeit insgesamt. Aber im Schnitt sind es im Jahr zwischen 20 und 25%. Und das mit dem Aufwand finde ich okay. 25% bei 5.000 sind halt dann weniger als bei 50.000, logischerweise. Aber beginnen kannst du es. Die Frage, warum wir auch diesen Tradescanner entworfen haben, ist auch, wenn ich mir jetzt eine Software kaufe, dann muss ich da erstmal investieren. Wenn ich in ein teures Coaching, also habe ja auch Coachings gemacht, dann muss man da auch wieder investieren und das ging bei kleinen Konten halt nicht. Und wer kleine Konten hat, kriegt halt, sage ich mal, hier glaube ich eine gute Mischung aus dem Coaching, aus Gespräch mit mir oder mit Markus und entsprechenden Videos und Beispieltrades und eine Vorauswahl aufgrund des Filters. Ich glaube, mehr kann man gar nicht tun im Endeffekt. Ja. Und du hast den standardisierten Prozess, das ist es ja dann eigentlich, dass du weniger Fehler machst. Ja, genau. Und ich poste ja immer, wie meine Trades waren jetzt drin und so weiter. Deswegen kann man das auch nachvollziehen. Und von daher denke ich mal, irgendwann kommt ihr dann auf den Nenner und sagt, ey, ich habe ja das Gleiche wie er. Dauert ein bisschen, aber es ist ja auch kein Hexenwerk, wie gesagt. Ja, für die Schulung, um den Startpunkt zu finden, muss ich das Tool buchen. Yvonne, du meinst jetzt, den Startpunkt zu finden für die Perlentaucherschule. Das wird geändert. Das ist auch ein Vorschlag, der kommt zum Beispiel auch von den Leuten, den nehmen wir immer sehr, sehr gerne mit auf. Die haben gesagt, Mensch, deine Perlentaucherstrategie ist gut und ja, das ist jetzt auch kein Geheimnis, weil das Tool kann man super dafür verwenden. Aber die Elemente werde ich demnächst freischalten, diese 10 Dinge, sodass man die auch bei YouTube sich angucken kann. Das ist für mich gar kein Problem. Das ist das Standardwissen. Und dann muss man sich nur entscheiden, setzt man sich hin und macht das alles selbst oder macht man das hier in unserem Tool viel praktischer und vielleicht später noch mit einem, was heißt vielleicht mit einem Trading Journal noch mit bei und so weiter. Von daher, die werden frei sein. Rüdiger fragt, ist der Trade Scanner ein Abo oder kauft man den? Nee, also wir können es nicht zum Kauf anbieten, weil das kann nicht funktionieren. Wir sind ja ständig an den Ding am Bauen, an am Erweitern. Es ist ein Abo. Ja, aber wenn du Kursdaten abonnierst, dann weiß ich, dass ich ja selber auch Kursdaten live habe. Das brauche ich einfach fürs Coaching. Dann ist es so, dass man ja teilweise schon 100 Euro im Monat nur für die Kursdaten bezahlt, oder? Und da habe ich ja noch nichts von. Markus, wie sieht es aus mit Optionsdaten und sowas, wenn man das alles hat? Dann das kostet schon ein bisschen mehr, oder? Genau, das kostet dann schon deutlich mehr. Und wenn ich das nur in der TWS brauche, da kann es natürlich deutlich günstiger sein, weil dann wird der Nelson wahrscheinlich auch sagen, irgendwo, was ist da der Monatsabo 1,50 oder irgend sowas für die Optionen dann in der TWS. Und wenn ich die nicht alle suchen muss in der Profi-Software, ist es halt das günstigste. Und der Startpunkt, den Yvonne meinte, ist Startnutzung des Tools. Genau, das ist der Punkt.
Es gibt Videos, die mache ich auch. Das ist eher mein Bereich, wo ich die halt dann feststelle. Und Markus macht die überbrückenden gerade so, dass man sagt, die aktuellen Fragen. Aber es gibt genauso standardisiert so für die Perlentorer-Strategie in der Reihenfolge. Also richtig, wie der Workflow ist, wird es Videos dazu geben. Ja. Dabei aber im Moment nur ein, zwei Dinge grafisch und sowas verändern, macht es keinen Sinn im Moment. Deswegen sind Markus da ganz toll, die als erste Hilfe. Aber es gibt eine richtigen Bereich, wo der dann seht, das ist Video 1, Video 2, Video 3 und alles kurz und knapp, sodass ihr die Bedienung im Endeffekt drauf habt. Und wenn ihr es nicht könnt, schaltet euch einfach per Zoom oder ihr sagt, Mensch, könnt ihr nicht mal eine Zoom-Sitzung machen? Dann mache ich das auch noch zwischendurch, ist kein Problem. Ja. Ab wann wird es das geben? Was war jetzt mit was gemeint mit dem Kurs? Die Schulungen, glaube Oder? ich, oder? Ja, das machen wir ja zeitnah jetzt, die nächsten. Genau, also wir arbeiten ja jetzt an dieser Tabelle und so weiter, dass die gleich aussieht und dann nicht immer wieder was einfügen, weil wir noch eventuell ein, zwei Informationen dazu haben. Dann machen wir die Schulung fertig. Dann bin ich dabei. Moment mal. So, okay, dann sind wir jetzt durch. Dann sehen wir uns oder hören uns in der 7.12. wieder, um 18 Uhr. Da wird es wirklich nur eine Stunde gehen, weil ich habe danach noch ein Webinar um 19 Uhr. Von daher werden wir das kürzer halten. Das erste war auch wesentlich intensiver wegen der Erklärung und so weiter. Deswegen freue ich mich schon am 7.12., wo wir dann noch mehr in der Praxis machen und Fragen beantworten, vielleicht ein oder zwei Trades vorstellen. Optionen mal gucken und so weiter, ein bisschen tiefer. Bedanke mich bei Markus. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Mit dir auch, wie immer. Danke. Und für Nelson, für die Gelegenheit und die tolle Zusammenarbeit, was ich echt mega finde mit euch. Und deswegen freue ich mich schon wieder auf die nächste Woche. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank an euch beiden. Sehr spannend und freue mich natürlich auch auf nächste Woche und natürlich vielen Dank an alle, die heute live dabei waren. Wie gesagt, sind ja auch schon automatisch für die nächsten zwei Termine entsprechend registriert. Also nächsten Mittwoch geht's weiter. Bis dahin wünsche ich natürlich ja, viel Erfolg beim Traden. Und wer Fußball begeistert ist und heute Abend guckt, viel Spaß. Drücken wir den deutschen Mannschaft entsprechend die Daumen. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online, sodass vielleicht schon morgen Sie dann das Ganze nacharbeiten können. Also bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund und einen schönen Abend. Tschüss zusammen.